Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wir werden uns mit, wie hieß die Nummer? Attaway? Pearl? Pearl Attaway hieß die so? Ich habe keine Ahnung. Mit der werden wir uns jetzt treffen, beziehungsweise wir müssen die erstmal einfangen, weil die ja hier wieder unterwegs wahrscheinlich ist mit ihrer komischen Kutsche. Und dann gucken wir mal, was wir denn für die holde Maid tun können. Und dann, ja, schauen wir einfach weiter, was wir noch so machen können. Wir haben ja noch ein paar Missionen offen. Mehr Nebenmissionen momentan, aber naja, die müssen ja auch gemacht werden, ne? Oder müssen nicht, aber sie wollen auch gemacht werden. Und deswegen machen wir sie dann auch. Ich mich gerne da hoch. Boah, dass die sich bewegt, ne? Das ist ein bisschen nervig. Kann ich einfach stehen bleiben, wenn ich komme? Ich meine, ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Ich hole zwar auf, weil sie fährt auch recht langsam, aber trotzdem ist es ein klein wenig nervig. So, darüber. Da unten irgendwo fährt sie. Alles klar. Okay, da wollte ich eigentlich nicht rüber. Aber dann können wir auch gleich das Helix Glitschlein auffangen oder einnehmen oder was auch immer. Da fährt sie. Juhu. Hier, lassen wir uns runterfallen. So. Da ist die gute Dame. Nur der Stärkste überlebt. Jacob, Darling, trinken Sie mit? Auf eine fruchtbare Partnerschaft. Und auf die glänzenden neuen Maschinen in meinem Besitz. Hopp, hopp, hopp. Zurück zum Geschäft. Milner floh an die Themse und sichert dort seine Fähre ab. Sie ist alles, was er noch hat. Hm, er wird sie mit seinem Leben beschützen. Hopp, hopp, hopp. Und genau das sollen sie ihm nehmen. Jetzt töten sie ihn. Das ist nicht ihr erstes Glas Champagner heute, oder? Erfolg ist weitaus berauschender als Alkohol, Mr. Fry. Dann heben Sie mir ein Glas auf. Die ist irgendwie ein bisschen seltsam, die Alte. Aber gut. Die Themse nicht berühren also, oder hineinfallen. Also, womit könnte ich Stareks Bauern vor die Tür locken? Mit dem Anblick seiner brennenden Fähren vielleicht? Mal gucken, ob mir das gelingt. Ah. Puh, okay, das haben wir schon mal geschafft. Das Blöde ist, ich komme jetzt nicht rüber. Verdammt. Oh mein, warte, doch. Wir springen einfach hier rüber. Whee! So, warte, wir müssen hier... Oh nein, Schiff, Kohle-Ding, Schiff. Oh, knapp. Und hier rüber. Whee! So, das ist ja wunderbar. Zum Glück ist hier so ein reger Schiffsverkehr. Boah, Schwein gehabt. Das war, glaube ich, knapp. Warte. Na, hoi. Spring mal darauf. So. Hopp. Dann lassen wir Milners Firma doch untergehen. Und hopp. Okay. Machen wir. Nein, nicht anzünden. Erstmal nur tragen. Wir müssen ja hier Sabotage machen. Das war's für dich. Nein, war's nicht. Warum kann ich den hier eigentlich nicht abblocken? Das ist ein bisschen dumm. Zwei Schmuggelladungen gleichzeitig sabotieren. Okay, ich kann es mal probieren. Ich weiß nicht, wie ich da... Hä, wie soll ich das hinkriegen? Eindringling, doch. Letztlich ist es auch egal, ob ich es dann schaffe oder nicht. Ich bin mal eben weg. Explodieren? Danke. Das war ja super Move von dir. So, die schauen wir mal eben hier runter. Ah, vielleicht klappt das bei denen, die in Mitte das Ding legen. Keine Ahnung. Was? Mir scheint Wasser aus dem Arsch. Nee.
Weil normalerweise scheint Wasser nicht. Hast du dein Testament schon gemacht? Bring's zu Ende und wir gehen was trinken. So, noch jemand ohne Fahrschein, du, alles klar. Halt deine Innereien auf dem Boden! So. Und jetzt noch dich. Tschüss. Zwei gleichzeitig, naja. Naja, funktioniert doch nicht, wir sind doch viel zu weit auseinander. Also anscheinend geht's ja irgendwie. Ich weiß nur nicht wie. Nein, ach verdammt. So, wieder auf dem Boden liegen, jetzt anzünden. So, ach, glaube ich, brauche ich nicht. Warte mal. Immer mit der Ruhe. So. Okay, den haben wir noch. Ich glaube, das war's dann auch mit Gegnern hier. Vermute ich mal. So, haben wir noch irgendwo ein bisschen Dynamite? Nö, irgendwie nicht so. Scheiße. Blöd. Haben wir... Moment, wir müssen irgendwo noch Dynamit haben. Irgendwo muss hier noch Dynamit sein. Aha, okay. Boah, interessant. Haben wir kein Dynamit mehr. Ah doch, da ist noch eine Kiste, alles klar. Ja, dann ist ja gut. Da liegen noch ein paar mehr. Wunderbärchen. So, ich leg das mal lieber genau davor. So, anzünden. Gehen wir mal hier hin und dann können wir uns das Spektakel einfach mal anschauen. Schön. Was um alles in der Welt? Und da ist der gute Mann. So. Und so, so. Malcolm Milner. Alter, wie viele Leute sind hier denn? Meine Fresse. Oh. Nein, nein, habt ihr nicht. Haben wir nicht. Psst, Ruhe. Mann, hättest du mich fast verraten. Was ist los mit dir? Okay. Komm hier runter, da hinten läuft nämlich auch noch einer rum. Nein. Ich kann nämlich niemand gar nicht sehen, weil ich bin ja unsichtbar und so. So, alles klar. Die sind da oben. Der gute Milner ist da. Wie mache ich das jetzt am schnellsten, einfachsten und besten? Gut, erstmal bin ich jetzt schon mal hier oben drauf. Das ist doch schon mal super. Dann ziehen wir uns hier rüber und dann kann ich ihn, glaube ich, von hier oben töten. Und niemand kommt etwas gut, tun. Haha. Bitches. Dieser Tag musste ja kommen. Mr. Stark war außer sich wegen der Maschinen. Das ist also meine Bestrafung. Pearl Attaway schickte mich zu Ihnen, nicht Stark. Dann arbeiten Sie wieder zusammen. Ich hätte mich nie zwischen Stark und Miss Attaway stellen sollen. Am Ende ist Blut immer dicker als Wasser. Meinen Sie etwa, die sind verwandt? Das kann er uns jetzt nicht mehr sagen. Aber könnte ja sein, dass sie uns benutzt haben. Unschön, aber es wäre möglich. Es wird langsam Zeit, ein ernstes Wörtchen mit Pearl zu reden. Der ist sofort wie tot. So, ich muss weg. Packt ihn! Den treffe ich auf jeden Fall. Ich muss eben weg. Tschüss. Okay, bin ich immer gespannt, was die gute Miss Pearl Attaway uns jetzt hier zu sagen hat.
Jetzt dürfen wir auch schwimmen, jetzt ist ja egal, wir haben es ja geschafft. Ich bin gespannt. Vielleicht waren die mal verheiratet. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da bin ich aber echt mal gespannt. Ich dachte schon gerade, die Sequenz ist vorbei, weil eigentlich ja am Ende immer nur ein Mord passiert. Ja gut, zwischendurch passieren auch viele Morde, aber jetzt so ein wichtiger Mord wie der zum Beispiel. Also könnte... Da bist du ja. Was hast du als nächstes vor, Pearl? Okay. Was soll ich jetzt tun? Ich hab's ja aufgespürt. Pearl erreichen, okay, machen wir. Bevor das Schiff kommt, ey. So, Madam. Ah. Okay, wie komme ich jetzt hier rein? Ich muss hier irgendwie reinkommen. Denke ich zumindest mal. Ah, hier komme ich rein, ist klar. Ich hatte gedacht, er wüsste, dass ich zum Orden gehöre und wolle mich umbringen. Stell dir mein Entzücken vor, als er sagte, was er wirklich will. Ein Assassine, der für die Templer arbeitet. Ist das nicht köstlich? Es ist widerlich. Es ist ein Geschäft, Vetter. Sieh es ihm zusammen. Alles klar. Schau nicht so finster, Vetter. Du bekommst die Maschinen schon zurück. Und unsere neuen motorisierten Busse werden uns beiden viel Geld bringen. Ich muss dafür sorgen, dass die Maschinen sicher zu meiner Fabrik transportiert werden. Und du gehst zur Waterloo. Höchstpersönlich. Und stellst sicher, dass nichts schief geht. Natürlich. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Heute und bei allen zukünftigen Unterfangen. Waterloo Station. Okay. Die Tür klemmt. Schon wieder? Dann drück halt fester. Dann sollten wir mal gehen. Scheiße. War kein Problem. Den mal eben töten. Aus dem Gebiet entkommen, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Okay, dann war die also eine Templerin oder ist eine Templerin. Eine Templerin. Die war aber auch ein bisschen komisch, ne? Muss man mal einfach so sagen. Die war schon ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Kann man ja immer nicht wissen, sowas vorher. Das heißt wahrscheinlich als nächstes gilt es auch, sie zu töten. Könnte ich mir zumindest sehr, sehr gut vorstellen. Aber wir haben jetzt gerade noch die beiden Missionen übrig und wir haben so natürlich ein paar Nebenmissionen. Ich weiß halt nicht, Waterloo Station, was ist das? Hä? Die Verschwörung um Darwin und Dickens. Okay, das ist sowas von beiden zusammen, oder was? Ja, mache ich aber nicht jetzt, weil wir haben ja hier noch eine Darwin-Mission so. Ich würde mal sagen, wir reisen hier mal eben hin. Das machen wir jetzt natürlich noch dann schnell hinterher. Ich weiß gar nicht, was diese beiden zusammen... Was das ist, wahrscheinlich DLC, oder? Habe ich keine Ahnung. Werden wir aber zu Zeiten, oder bei Zeiten, werden wir das dann nochmal herausfinden. Und dann wissen wir, was das ist. Ja, ja. Na, der bitte schneller, 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 schneller. Jo, ist klar. Wir machen jetzt, was ist das hier eigentlich? Gemeinschaftsfundstück. Entdeckt von mir, aha. Gemeinschaftsfundstück von wem? Mir und mir, alles klar. Das da unten. Na gut, können wir mal hingehen, können wir einsammeln oder so, keine Ahnung, und dann haben wir es halt, ne? Ja, dann sind die da. Hui! Scheiße.
Nix, Hui. Hui am Arsch. Ich muss da irgendwie direkt hin. Kann ich hier runterspringen oder so? Oder runterklettern, irgendwas? Wie kriege ich das denn? Okay, warte. So, so, hier runter. Ach komm! Ist doch wohl ein Witz. Dieses wurde mit ihrem... Aha. Hä? Für die Entdeckung eines Gemeinschaftsglitches haben die 10 hin... Aha, wow. Alles klar. Spitzenklasse. Na gut, haben wir es mal gesehen, haben wir es mal gemacht. Das ist wunderbar. So, wir wollen aber zu Mr. Darwin, denn der hat... Irgendwas hat er noch. Ich würde echt gerne wissen, was diese also diese... Nicht Gemeinschaft, aber von beiden. Die Verschwörung um Darwin und Dickens. Was das ist. Ist das die in so einem DLC-Quark? Ich werde es herausfinden. Wir werden es herausfinden. Wenn es soweit ist. Aber erst will ich noch die Darwin-Mission hier machen, die ich ja schon erwähnt hatte. Hopp, 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 hopp. Hoppeli, hoppeli, hopp. So. Wir sind bald da. Ja, das mit der guten Pearl Attaway ist natürlich ein bisschen schade, weil so hätten wir natürlich einen guten Verbündeten, einen starken Verbündeten vielleicht sogar gehabt. Ja, aber ist halt nichts geworden, ne? Schade, schade, Schokolade. Sehr ärgerlich. So, zack, zack. Was geht ab? Schmerzhaftes Spottbild. Wir sind keine Affen. Wenn die Umstände nicht so ernst wären, würde ich dem Künstler zu dieser wundervollen Karikatur gratulieren. Das sind Narren, wenn sie glauben, den Fortschritt aufzuhalten, indem sie Flugblätter drucken und Zeitungsjungs töten. Wir müssen herausfinden, wer hinter der Propaganda steckt, bevor noch mehr Unschuldige sterben. Ich fände es begrüßenswert, wenn Sie diese Machwerke suchen und entfernen könnten. Vielleicht erwischen Sie sogar einen der Täter in Flagranti. Ja, ich gehe jetzt mal los, ne? Ach, okay. Ah, Leute, ich muss... Moment. Was? Verschwinde von hier. Alter Junge, ernsthaft jetzt? Was du da machst, Junge. Nazi. Ja. Wie genau... Wo sind die denn? Ja, jetzt muss ich auch noch suchen. Ey. Ich dachte, die werden mir einfach nur angezeigt. Ach, da hinten ist es ja. Mir ist scheißegal, kannst du mal anstecken. So. Ach, guck mal, die sind einfach durch die Treppe gelaufen. So, und weil die doof sind, töte ich sie jetzt einfach. Gut, dann töte ich dich halt als erstes mehr. Aber soll mir auch recht sein. So. Ja, ja, ich weiß. Und dann ist du meine Gedärme und Augäpfel und was weiß ich nicht alles. So, tschüss. Immer dieser Stress mit diesen Burschen. Die wollen aber auch einfach nicht dazu lernen. Ist nicht mein Problem. Das ist noch so ein Helix-Dings-Gemeinschaftsglitch. Irgendwas. Oh, es ist zum Glück kein so großes Gebiet, wo ein Poster hängen könnte. Bin ich ja doch durchaus beruhigt. Aber hier sind ganz viele Gegner. Bedeutet eigentlich, dass irgendwo hier muss es ja sein. Aha, ich hab's anscheinend gefunden. Okay. So. Und so. Eigentlich hätte er mit dem Kopf schön auf den Tisch hämmern müssen oder so. Und dann sind wir weg. Gehen wir noch zum letzten Gebiet. Das Lustige ist, die sagen immer, ich soll abhauen. Weißt du, die geben mir aber eigentlich gar nicht die Zeit. Manchmal. Das ist ein bisschen dumm.
So, alles klar. Noch knapp 200 Meterchen. Sind wir da. Das letzte Affenbildchen finden. Und beim letzten natürlich, da werden wir einen erwischen. In flagranti. Selbstverständlich. Boah, ja, ist wieder so ein ganz, ganz minimales Gebiet, alles klar. Einfach da, wo Gegner sind, da wird schon sein. Hopp, 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 hopp. So. Oh, shit. Shit, 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 ich war in der Kutsche. Gib mal bitte deine Kutsche kurz. Danke. Danke, Bro. Drehen, 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 drehen. Und los geht's. So, naja, wollen wir den mal verfolgen, den Burschen. Hängt das Ding an der Kutsche oder ist das der Typ, der das aufgehangen hat? Dann wäre er in flagranti fast erwischt. Würde ich mal fast behaupten. Wie dem auch sei, ich werde auf die andere Kutsche springen und dann mal gucken, was da abgeht. Aber erstmal müssen wir da hinkommen. Oder das hängt einfach nur an der Kutsche dran. Ja, hängt an der Kutsche dran, ist klar. Boah, zum Glück. Langsam, langsam. Ja. So. Entfernt. Mit wilder Verfolgungsjagd, ey. Ohne Spaß, ne? Wie die Plakate finden. Ich hab alle... Oh, da ist einer, der was klebt. Oi, was machst du da drüben, Freundchen? Das ist so dumm. Sag mal, warum sind die immer so dumm in Spielen? Ganz ehrlich, warum labert der ihn an? Ich wäre einfach hingerannt, hätte ihn umgenockt, ja? Und hätte dann nicht vorher noch rumgeschrien, hör, was machst du da, Freundchen? Dann hätte ich mich nicht ansehen müssen, wie komisch der läuft. Der läuft echt sehr, sehr strange, der Bursche. Naja, ich renne einfach hinterher. Oh, ich muss ihn wahrscheinlich wieder finden. Ich weiß, Alter, lass mich doch mal durch hier, meine Fresse. Der kann da ganz geschmeidig durchlaufen, aber ich nicht, oder wie? Ist ja schon mal voll Quark. So, wieder dran denken, keine Waffen benutzen. Sonst misslingt das Unterfangen. Ey, der wird irgendwie immer schneller, kann das sein? Irgendwie wird er immer schneller, der Typ. Da ist er. Ernsthaft, du musst die Treppen hochspringen? Ja, ist klar. Alter, warum ist der so schnell? Was? Ah. Okay, finden wir die Druckerei, ist klar. Oh, der ist der tot? Warum ist der tot? Ist er zu dumm, hier runterzulaufen oder was? Ach, immer diese Leute, die doof sind. Es ist unglaublich mit denen. Ah, ich glaube, hier bin ich falsch oder bin ich hier richtig? Ah, hier geht es noch weiter, also nicht unbedingt falsch. Okay. Aber hier wäre ich falsch, weil hier geht es nicht weiter, also gehen wir da lang. Unterqueren. Oh, hi. Alles gut. So, finden. Habe ich gefunden. Gegner haben wir ja auch. Ja, supi. So, würde ich sagen, töten wir den einen noch und dann war es das doch. So. Wie soll ich das sabotieren? Ich vermute mit Sprengstoff. Okay. Haben wir hier überhaupt genug? Ich habe hier... Ah, okay. Hier haben wir ein paar Kisten rumstehen. Alles klar. Noch nicht anzünden. Noch brauchen wir es. Jetzt kannst du es gerne anzünden. Kein Problem. So. Ah, jetzt noch eine gepresste Blume irgendwo. Spitze. Alter! Oh... Holy fuck. Das waren drei Stück auf einmal.
Boah. Okay, die Explosion habe ich ein bisschen unterschätzt. Zugegeben. War nicht sehr klug. Aber ich konnte auch nicht wissen, dass die einfach fast alle Maschinen kaputt haut. Was jetzt? Kanalausgang erreichen, alles klar, wir gehen mal hier lang. Der ist ein bisschen näher. Hallo? Hoch. Jo. Dann sollte das wohl kein Problem mehr darstellen. Und alles ist mehr oder weniger gut. Achso, man kann auch alle gleichzeitig, wahrscheinlich, wenn man das in die Mitte legt. Die haben ja doch eine relativ krasse Sprengkraft, die Teile. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Boten heimlich töten, alles klar. Das war nicht der Bote. Naja. Eigentlich wollte ich den Boten töten, aber es hat nicht funktioniert, weil, ja, einfach... Ich habe keine Ahnung warum. Es hat einfach nicht funktioniert. So, aber die sind alle tot, das finde ich schon mal sehr toll. Gucken wir mal ganz kurz auf das Kärtchen. Oh, da haben wir noch eine Charles Darwin Mission. Ein Existenzkampf. Mhm. Was zur Hölle ist das hier, ey? Weil ich will erst die Darwin Sachen hier so weit fertig haben, bis ich dann hierhin komme. Ich finde das schade, dass ich nicht vorher schon sehe, wie viele Missionen es von wem da irgendwo gibt. Weil Karl Marx wird bestimmt dann auch noch ein paar Mal auftauchen, ne? Naja, wie dem auch sei. In der nächsten Folge machen wir noch eine Darwin-Mission, denn die will ich auch erstmal irgendwie fertig haben. Bevor es dann wirklich gerade mit großen Sachen weitergeht, wie zum Beispiel diesen Missionchen. Wir haben ja nur noch die beiden, die Lady mit der Lampe und Zimmer mit Ausblick. Und vorher will ich gerne diese ganzen Nebengeschichten beendet haben. Ich bedanke mich bei euch. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.